Gedanken und Emotionsmuster loslassen, damit die Grundvoraussetzung geschaffen wird, um Geldfülle im Leben zu generieren. Darum geht es im heutigen Video. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, ich möchte heute eine Anregung mit dir teilen, weil das eben auch gefragt wurde, wie du dich von diesem Gedankenkreislauf verabschieden kannst. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wir brauchen uns nur eine neue Denkweise anzugewöhnen. Also statt der Denkweise, ich kann mir das nicht leisten, eine Denkweise aneignen, wie kann ich mir das leisten? Wie kann ich mehr Geld in mein Leben ziehen? Wie kann ich mich der Fülle öffnen? Also wir treffen in der Richtung viel zu schnell, unbewusst läuft es natürlich ab, aber mit dem Video hier möchte ich eher bewusst machen, wie das abläuft. Wenn wir irgendwo was sehen, ein schickes Kleid, einen schicken Mantel oder einen Urlaub gerne machen möchten, dann kommt sofort der Gedanke, das kann ich mir nicht leisten. Und dann sagt auf der energetischen Ebene auch das Universum, eine höhere Instanz, dein Wunsch ist mir Befehl und wird dir im Außen immer mehr die Realität dahingehend zeigen, dass du es dir auch wirklich nicht leisten kannst, weil dein Kontostand eben am Minus ist oder gerade so 0 auf 0 jeden Monat aufgeht und du eh dabei bist, jeden Cent einfach umzudrehen. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den wir in uns haben. Natürlich, wenn der Kontostand es derzeit nicht hergibt, dass man sich einen Mantel für 500 Euro kauft, dann nutzt es auch zunächst mal nichts zu denken, okay, ich gehe jetzt in das Geschäft rein und kaufe mir den Mantel und irgendjemand wird es bezahlen. So funktioniert es natürlich nicht. Aber jedes Mal, wenn du dich künftig dabei ertappst, dass du irgendetwas gerne machen möchtest und sofort der Gedanke aufkommt, das kann ich mir nicht erlauben, weil, dann mach sofort Gedankenstopp und dreh diesen Gedanken um und stell dir die Frage, wie kann ich es mir erlauben? Wie kann ich mehr Geldenergie in mein Leben lassen? Wie kann ich es erreichen, dass ich, was weiß ich, in 4 Wochen die 500 Euro zusammen habe, um mir diesen Mantel zu kaufen? Wie kann ich es anstellen, dass ich mir im nächsten Jahr meinen Traumurlaub erlauben kann? Also die richtige Fragetechnik ist schon mal eine primär wichtige Basis, um dem Universum den Auftrag zu geben, auch dafür dann eben im Außen entsprechende Realitäten zu erschaffen. Denn ich habe eingangs erwähnt, wir sind oft dazu geneigt oder meistens dazu zu sagen, wenn wir irgendwas sehen, was unseren finanziellen Rahmen sprengt, das kann ich mir nicht erlauben. Das heißt, Universum hat den Auftrag, uns im Außen die Realität zu zeigen und Beweise dafür zu liefern, in Form von Kontostand, was auch immer, dass ich mir das nicht erlauben kann. Stelle ich mir aber immer wieder die Frage, okay, jetzt im Moment habe ich die 500 Euro nicht, wie kann ich diese 500 Euro generieren, damit ich mir diesen Mantel oder diese Reise oder was auch immer erlauben kann? Damit gibst du dem Universum den Auftrag, dir das Wie zu realisieren, dir also Möglichkeiten zu offenbaren. Und wenn du dich ganz neugierig auf diesen Weg dann begibst, wirst du auch Antworten finden, dann wirst du Möglichkeiten finden, wie du eben diese Geldenergie in dein Leben lassen kannst. Du darfst natürlich auch einhergehend damit ins Handeln kommen. Das ist eine Variante, wie du schon mal mehr Fülle in dein Leben lassen kannst. Die andere Variante habe ich mal in einem anderen Video schon erwähnt. Das Video verlinke ich dir gerne auch noch hier oben in der Infobox und auch unter dem Video, dass ich schon seit geraumer Zeit keine 5-Euro-Scheine mehr ausgebe. Sobald ich einen 5-Euro-Schein, wenn ich mit einem 50-Euro-Schein zum Beispiel bezahle und bekomme beispielsweise 2 5-Euro-Scheine zurück, geht bei mir sofort das Programm los. Aha, super, weitere 2 5-Euro-Scheine auf dem Weg in die finanzielle Freiheit, die wandern in ein separates Fach in meinem Portemonnaie und die gebe ich auch partout nicht aus. Wenn dann 10 Fünfer zusammen sind, dann tausche ich die gegen 50er, dann tausche ich sie gegen 100-Euro-Schein, dann gegen 200 und dann eben gegen 500-Euro-Schein. Und so kommt eine ganz schöne Summe einfach im Laufe der Zeit zusammen, die ich dann zwar nicht anrühre, aber damit einfach ein gutes Gefühl generiere, dass im Geld da ist. Wir sind ja auch oft dazu geneigt zu sagen, ich habe kein Geld mehr. Wir meinen zwar, wir haben jetzt aktuell kein Geld mehr im Portemonnaie, aber
Das Unterbewusstsein versteht in der Tat, ich habe kein Geld mehr. Und so, wenn du dich auch mal damit ein bisschen vertraut machst, mal mit höheren Summen unterwegs zu sein, das müssen ja keine 1000 Euro sein, aber eine für dich höhere Geldsumme, wenn du dir mal angewöhnst, eine für dich höhere Geldsumme schon mal in deinem Portemonnaie aufzubewahren, die natürlich nie anzupacken. Jedes Mal, wenn du dann dein Portemonnaie aufmachst, wird deinem Unterbewusstsein suggeriert, du hast jede Menge Geld zur Verfügung. Dann gibt es natürlich auch noch die Variante, wo ja, ein solches energetisches Band auf der unbewussten Ebene, das sind wir im Bereich Systemstellen, vorhanden ist, wo man irgendwann mal unbewusst die Entscheidung getroffen hat, ich tue es dir gleich. Wenn man zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen ist, wo man zum Geld ein ganz schlechtes Verhältnis hatte und immer nur Mangeldenken da war, oder man vielleicht auch als Kind solche Sätze aufgeschnappt hat, wie Geld ist schmutzig, wenn man viel Geld hat, dann muss man sterben, was weiß ich auch immer, dann kann es schon mal sein, dass man als Kind so unbewusst die Entscheidung getroffen hat, Mama, Papa oder je nachdem, wen es in der Ahnenreihe betrifft, Oma, Opa, ich tue es dir gleich. Da kann man sich dann heute nicht mehr dran erinnern, weil das nicht im Unterbewusstsein ist, sondern noch eine Etage tiefer im Unbewussten. Und da ranzukommen, da bedarf es dann oftmals der Hilfe eines Außenstehenden, um dieses Band dann einfach systematisch zu trennen, damit du dich da eben befreien kannst. Aber die ersten beiden Varianten, ich denke, das ist schon mal eine Hilfestellung, wie du dir da selbst dich schon mal den Weg bereiten kannst zu mehr Fülle in deinem Leben. Und wenn du dann das Gefühl hast, bis zu einem gewissen Punkt, du hast da schon viel gemacht und da ist schon eine gewisse Fülle da, aber ein noch mehr an Fülle funktioniert jetzt alleine nicht, dann such dir gerne jemanden, der dir systematisch mit Energie, mit Systemstellen zum Beispiel dabei hilft. Da kann ich eine Ansprechpartnerin sein, aber da gibt es ja viele in diesem Bereich, die so arbeiten und dir da auch gerne eine Hilfestellung leisten. Das war meine Anregung zum Thema mehr Geldbewusstsein oder ein besseres Geldbewusstsein sich anzueignen und dem, ja, der Geldenergie einen größeren Platz im Leben einzuräumen. Herzlichen Dank für dein Dabeisein, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, schick dir eine herzliche Umarmung. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Irmgard.